Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, zu einem neuen Rust-Abenteuer. Ich gehe heute rein mit im Squad. Wir wechseln auch einmal durch. Und ich freue mich auf einen geilen Vibe. Es war ja Forcevibe und es kam ja das Industrial Update. Ich will da auf jeden Fall ein bisschen rumprobieren. Hab schon ein bisschen rumprobiert, aber jetzt will ich das auch mal im Game umsetzen und mal gucken, ob das sich das überhaupt lohnt. Sonst, wir haben viel vor. Mal gucken, was abgeht. Ich freue mich drauf. Sonst, wie immer meine Erinnerung, denkt an euren Daumen, Freunde, sowie an euer Abo. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, an die Glocke. Des Weiteren, auch mein eigener Server hat jetzt eröffnet, also wer da Bock drauf hat, gerne unten mal die Videobeschreibung abchecken und mal vorbeigucken. Würde mich freuen, den einen oder anderen dort mal zu treffen. Ich bin auch immer wieder drauf. Vielleicht findet man ein bisschen PvP-Action. Let's fucking go. Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir, der Stimme aus dem Hintergrund. Wir waren also einen Tag nach dem Forcevibe. Ich steunte dem Server schon einen Tag eher, um ein paar PPs zu farmen. Leider wurde meine Base, die ich zum PP-Farmen benutzt habe, über Nacht geradet. Also machten wir uns auf und wollten diese wieder aufbauen, um einen leichteren Start zu haben. Nachdem wir also bei der Base ankamen, konnten wir feststellen, dass sogar noch die Workbench 2 überlebte und der TC nicht geradet wurde. Warum, kann ich euch nicht erklären. Wir waren auf jeden Fall froh drum, denn dort waren noch einige Ressourcen. Wir sealten also wieder den Bunker und machten uns an Components, damit wir relativ schnell ins Gun-Game einsteigen konnten. Nach einer großen Farmrunde hatten wir auch alles Nötige wieder zusammen, inklusive eines kleinen Geschenkes. Oh mein Gott! Was? Jemand hat hier eine Tommy vergessen! Wie? Ja! Omnium Waffenlicht! LOL! Okay, wild. Und nun sollte der Vibe auch wirklich für uns starten. Unsere Nachbarn kommen gerade raus. Mit Kit. Aber ein Hit. Er hüpft wieder rein. Nee, ist hinten, er ist hinten. Er umläuft, er umläuft. Oh, lass die holen. Ich hab ihn hinter Pferdebase und das Pferdebase in Lauf. Ist dead, Sarah. Auch nicht dead, jetzt ist dead. Der an der Base ist dead. Kann ich pushen? Nein. Oh, Dragon. Triple hit, triple hit, triple hit. Oh mein Gott, er ist voll! Oh mein Gott, lauf, er hat eine AK. Lauf! Gravy dead. Hab Sarah. Er kommt raus. Fuck. Er kommt. Komm her, Ivy. Wir müssen wieder zu Ivy. Hast du alles? Ja, das Wichtigste. Er schießt mir das auf mich, ich bin bald dead, Leute. Ja, wir rennen schon. Ich bin dead. Hab ich Hit? Ja, auch schon da. Dead. Hab ich noch einmal Hit? Bin nachladen. Ja, ich muss nachladen. Geh zur Leiche. Ich bleib bei dem anderen. Ich hab 20 Sekunden Timer, dann bin ich gleich da. 9, 8. Ist dead, der andere ist dead. Okay, dann geh ich schnell looten. Hier ist noch einer. Er ist auch voll! Hier ist nicht. Ich bin dead, scheiße. Er ist vor der Base. Ja, die sind so schlecht! Egal, lauf, Cookie, wir haben eine AK. Hast du die AK? Ja, ich hab sie. Nach dieser ziemlich erfolgreichen ersten Konfrontation mit unseren Nachbarn wollten wir natürlich das Momentum aufrechterhalten. Wir hatten in der Nähe von Smallrick gebaut. Und das sollte diesem Vibe auch unser Progress werden. Also machten wir uns auf, besorgten die Red Card und gingen los. Wenn wir jetzt gesprayt werden, sitzen wir fest. Wir sind sau. Aber ich Bots. Ich sehe auch keine Bots. Nö, ich sehe auch keine Bots. Ich sehe ein Boot. Ja. Da sind welche drauf. Das ist geil, Ivy will nicht erschossen werden. Ja. Let's go! Ja, da sind wir. Oh, ich habe ihn gesehen. Gleich die Leiter hoch, gleich die Leiter hoch. Schnell! Raus! Hab ihn Double-Hit! Da auf der Ebene warten! Das ist die gefährliche Ebene! Geh hoch! Aber ich weiß nicht, ob die dich von den anderen wegklappen. Okay, geht schnell alle hoch! Nächste Ebene, ja! Schritt für Schritt! Ja! Angewohnt hat. Erst die Ebene checken. Jetzt schauen wir mal, ob hier auf der Ebene einer ist. Hier links rum. Hab ihn. Dead. Weiter dead. GG. Sollen wir alle hochpushen, oder? Oh.
Hätte gesagt drei vielleicht. Okay. Ich bin einfach die Treppen runter, oder was? Ja, ja, ein Stück. Einfach nur ein oder zwei Ebenen. Ich gehe mit Cookie auf Kran. Nachdem nichts mehr Spannendes auf Ulrich passierte, nahmen wir die Crate mit, in der sich eine weitere AK sowie eine MP5 befand, und gingen zurück zur Base. Nun wollte ich mich etwas um die Base kümmern. Sortieren, aufräumen, bauen. Bis im Chat gecallt wurde, dass es wohl einen großen Raid auf der anderen Seite der Karte geben sollte. Da uns eh im Moment etwas langweilig war, gingen wir dorthin. Keine Ahnung, was ist. Nee, hier ist auch eine Base. Hier ist auch eine Base, ein Tower. Ja, hier wurde Scrap gedroppt. Mit Ballen, okay. Oh Gott, viele Bags hier. Vorsicht. Oh Gott. Großfamilie. Hier wurde despawned. Bei E20 steht auch eine Base. Hier wurde despawned. Die sind ja schon weg. Hier ein bisschen von vorne. Nee, E20! Also, Abbruch. Ich nehme noch schnell die Workbench mit, ich am Hammer. Let's go. Und komm noch ein Hessi. Hab ihn Hit. Wo so? Auf der anderen Seite, Ist irgendwo rechts, Anna. Unten. Wenn du uns gehört. Nein, ich bin dead! Scheiße, um die Base rum! Robin. Ich hab Timer 2 Minuten. Kenn ich nicht. Hä? Hingegen wir oder wie? Hab zwei auf der Base. Der Bolt ist dead. Ja, ich laufe. Hinter uns, kommt ein Pferd. Domi Richtung 50. Oh, warte. Oh mein Gott, ich glaube, ich kann die los. Guck hier, hinter dir läuft auch einer am Strand. Dead? Nein, noch nicht dead. One. Aber ich bin fast dead. Wo ist, Tommy? NW. Er ist absolut one. Er ist anders one. Hinter dir am Fluss Crossy. Ist einer. Ja. Er ist so anders one-shot. Neben mir? Oben auf dem Turm. Tommy dead? Die anderen sind wieder im Roof. Pferd von hinten. Wir brauchen euch jetzt wieder hier ganz schnell. Ja, 40 Sekunden, 30 Sekunden. Nein, ich bin dead, DB. DB, der hat mich. Ich glaube, ich hab ihn. Bei mir, DB. Ja, ich glaube, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab halt keinen Back hier. Da gibt's einen Spawn. Arschficker! Ich komme es hin. Ich hab noch 9 Sekunden Timer. Ich kann das nicht ewig halten hier. Ja, ich hab 9 Sekunden Timer beim Boot. Noch ein. Ich kann Domi nicht mal ganz looten und eure Kids liegen auch noch. Ich versuch mal den Hazy unten zu holen am Strand. Ah, ich bin hier direkt gespawnt, passt. Der andere Bolte, wenn er mir einen Lucky Headshot gibt, bin ich dead. Oldest one. Der muss ich hier. Kannst du es nehmen? Da vorne liegt die Sau, schau. Ja, ich halte vorne. Ich bleib. Nee, nimm's nur, ich hab oben noch einen Sleeping Bag sonst. Hier, guck, ich schau, kannst du mir sagen. Ich töte hier gerade 100 Leute, keine Ahnung. Wie schaut's aus? Ich bin gleich da. Such's, wir rennen die ganze Zeit Nakeds her. Mach mal einen Tommy. Woohoo! Later, Bitch. Nun wurde es aber Zeit zu gehen, denn langsam fing es an, recht grubbig zu werden. Als wir zurück waren, machten sich auch Cookie und Evie direkt auf zum nächsten Cargo. Sie konnten es sogar für sich gewinnen und einen Counter mit einer erneuten AK niederstrecken. Als sie wieder zurück waren, hörten wir Boom in the Distance. Und wir schreckten natürlich nicht zurück, das Ganze mal anzuschauen. Die wir, das den letzten Raum geöffnet. Da war noch ein Raum. Das war näher. Ich glaube, das ist hier eine von denen, oder? Maybe. Aber rechts ist niemand. Also recht viel näher. Hey, mit einem Spieler. Hazy. Hit. Auch hat. Ja, noch einer. Double Hit. Ich bin dead. Ich musste nachladen. Ich hab einen Dead. Einer hinter der Base. Komm, Naked. Ich push Base. Base ist safe, hinter mir. Ich hab den.
Edge oder weil du reingelaufen bist? Passt schon. Ich wollte nur zu meinem. Egal, wir haben alle, wir haben alle. Gut. Komm wieder, ich bin fast da. Schön gemacht. Ich hatte direkt daneben einen Bag, weißt du, ich spawn, freue mich richtig, dass ich zu meiner Waffe komme. Kriegen Headshot von Evie. Ja, du bist genau schön reingelaufen. Direkt im Airlock, die Leiche im Airlock. Oh ja, die, jetzt sehe ich sie. Hab sie. Ja. Habe, Mann. Wir haben eine Saw. Oh, Solarpanel. Ich habe 2 Saws plus gemacht. Ich habe einen Puff. Dann lass. Okay. Dass die bloß hinter Daumen geraten. Ah, nee, die laufen weiter. Wo? Oh, die schießen aber, oder? Ja, auf mich. Wo sind die? Am Durchgang, die sind, oder? Die sind am Berg, die sind am Durchgang. Am Berg. Ja, ja, ich seh's ja. Fuck, ich hätte das Pferd mit ihm vor. Head. Einer Double Head. Fährt nach unten. Beine, in den Dome. Headshot, bin hart low. Oh. Fuck, ich hab keine Money mehr. Hab ein. Hat wer Muni für mich? Einer läuft rechts im Dom, rechts im Dom. Hier bei mir, der da. Tommy und me. Einer ist beim Eingang vom Dom, wo man reingeht. Ich bin dead am Ding. Zwei Stück. Einer dead. Zweiter Headshot. Ich sehe ihn leider nicht von hier oben mehr. Dead. Einer noch bei Dom-Eingang. Dom-Eingang, Cookie. Die haben gute Metall. Kids, die haben richtig gute Kids. Ja. Was meinst du mit dem Eingang? Da, wo man hochhüpft, war er. Ah, ich seh ihn, warte. Dead. Fuck, ich komm wieder angerannt, ne? Jetzt wurde es aber langsam spät, also gingen wir zurück zur Base. Ich installierte noch 1-2 Turrets und vollendete die Base, damit wir diesmal nicht wieder geofflined werden. Aber es passierte nichts mehr Spannendes. Deswegen beenden wir hier Tag 1. Tag 2. Und die erste Hälfte des Tages passierte eigentlich nichts Spannendes. Wir machten ein paar Mal Oil, hatten hier und da ein paar Fights, aber es war nicht wirklich etwas, ja, Spektakuläres, irgendwas Spannendes dabei. Deswegen springen wir auch gleich zu einer späteren Szene. Und zwar bahnte sich ein Raid an, oberhalb von Excavator. Und wir gingen natürlich erneut countern. Verkacken die oder sind es die Base, von die reinrennen? Ja, Base ohne 100 Kronen. Ich musste schießen. Da kam Hessi von der Seite. Ich bin one. Jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Muss der Wall bauen? Da ist noch einer auf der Straße hinter uns. Pass auf, an den Kisten. Er ist naked. Die sind schon oben ist Loch. Ja, ja, oben. Einer oben. Hit. Einer postet. Ich hab's gesehen. Ich weiß bloß nicht, ob er links oder rechts. Lass ihn zum Kopf. Ja, ich hab ihn gut hit. Ich bin one, ich bin dead. Oh, jetzt werde ich von beiden Seiten. Ja, ich hab Timer. Wir probierten es noch 1-2 Mal zu Fuß. Ja, die pushen. Allerdings war kein Durchkommen. Deswegen holte ich unseren Heli wieder, denn ich hatte unser Fuel ja gestasht. Auf dem Rückweg besprachen wir dann, trotzdem nochmal hinzugehen. Vielleicht würde sich doch noch die Chance ergeben. Wenn wir die Einwerfer kriegen. Vor uns, Mini, vor uns! Zwei! Feuer! Eine Fahrer! Perfekt! Ich lande! Er ist raus! Okay, ja, er ist raus! Spring! Ich bin dead, ich muss nachladen. Das ist nur noch einer. 3 Leute dead. Hab ihn hit? Ich komme. Alle dead! Ich komme! Oh. Die sind voll! Ich hab alles! Oh mein Gott! Was habt ihr gemacht? Komm! Schön! Maschinen. Komm! Cookie! Ich hab Ender ein, ich hab 2 rein Rockets! Die 4! Ehrlich? Ja! Explo-Ammo! Junge. Komm! Nachdem wir also doch noch etwas rausholen konnten, ging es jetzt zurück zur Base. Jetzt wollten wir auch noch, um unseren Wipe abzuschließen, einige Raids machen.
Und leider dachten wir uns, diese zwei Reihen Rockets, beziehungsweise am Ende waren es eineinhalb, würden nicht ganz reichen, um die Targets, die wir im Sinn hatten, zu raiden. Also gingen wir zu Excavator. Klassisch, wenn du nicht farmen willst. Durch unsere Counter-Raids und durch unsere Euric-Runs konnten wir uns 45 Diesel aneignen. Die ließen wir komplett durch. Das Ergebnis war krank. Jetzt wurde es natürlich Zeit, diesen Boom auch loszuwerden. Leider wurden wir bei den Raids ziemlich enttäuscht. Die meisten setzten sich einfach nur ein oder gingen kurz vorher offline, was ziemlich unlucky für die anderen war. Bei den Raids passierte nichts mehr Spektakuläres. Bis auf ein Einmurmeln, Beleidigen und die Spawnen. Deswegen machen wir hier auch Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine Freunde. Leider ist das Ende nicht so krass, kein Riesen-Raid, selbst mit so viel Sulfur. Aber was soll's. Leider hat es der Server nicht mehr hergegeben. Nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, denkt an euren Daumen, Freunde, und wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise im Movie, wenn es wieder richtig abgeht. Bis dahin, viel Spaß und haut rein!